Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Der gute Roland ist mal wieder im Hause. Und du hast das mitgebracht, auf das mancher schon etwas länger wartet, weil spekuliert worden ist, dass da was im Busch ist, was mit dem Thema HDMI-Box zu tun hat. 2.1. Richtig. Es ist sozusagen ja bekannt, dass unsere Geräte aus dem Jahre 2020, die AV-Receiver aus dem Jahr 2020, dass die ja in Anführungsstrichen nur einen einzigen Eingang besitzen, der 4K 120 bzw. 8K 60 entgegennehmen kann und dann entsprechend an den Ausgang weiterleiten kann. Jetzt gibt es aber ein paar in der Zwischenzeit, bzw. es gibt drei Geräte oder vier Geräte insgesamt, die 4K 120 ausgeben können aktuell. Das ist die Xbox Series X, dann die PlayStation 5 und dann gibt es halt Grafikkarten, einmal von AMD und einmal von Nvidia. Also alles eigentlich Geräte, die der Spielewelt angehören. Das wollte ich gerade sagen, weil wir kriegen natürlich in den letzten Wochen immer wieder auch Anfragen, was ist denn jetzt mit HDMI 2.1? Brauche ich das nicht? Und dann müssen wir immer direkt fragen, ja, zocken sie, spielen sie? Weil bei Netflix und Co. mit Filmen und Ähnlichem haben wir eigentlich nichts mit HDMI 2.1 in Aussicht. Da ist nach meinem Kenntnisstand im August 2021 immer noch keine Ankündigung, dass da was demnächst kommen würde. Also betrifft das im Wesentlichen alle Leute, die mit diesen Geräten, die du gerade genannt hast, zu Hause schon spielen und arbeiten wollen. Klar, und dann ist es ja so, HDMI 2.1 ist ja nicht immer HDMI 2.1. Ich meine, Apple hat ja den Apple TV gelauncht, ebenfalls als HDMI 2.1 in dem Fall, den neuen Apple TV, aber da wird ja nicht 4K 120 oder 8K 60 oder so ausgegeben, sondern klassisch 4K 60. Das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber es stimmt. Du hast da gerade was angesprochen, was ich letzte Woche gelesen habe. Der Nico Juran von CT bzw. Heise Verlag, der ja auch einiges auf seinem Blog schreibt etc. und Facebook und Co., der hatte da auch wieder einen Hinweis gegeben mit dem Stichwort HDMI 2.1. Kann es sein, dass da noch irgendwelche Buchstaben dahinter sind, A und B und solche Geschichten? Weil es gibt einen HDMI 2.1 Standard, der heißt aber nicht, dass dann ein voll ausgestatteter von den technischen Spezifizierungen ist, sondern ich darf das Produkt HDMI 2.1 kompatibel nennen oder unterstützend, aber lasse gewisse Features vielleicht weg. Klar. Das ist ja auch so, also sämtliche anderen Eingänge an unserem AV-Receiver sind ja auch HDMI 2.1 zertifiziert. Nur halt können die halt keine 4K 120 bzw. 8K 60 Signale annehmen, aber sie unterstützen zum Beispiel VRR, also die Variable Refresh Rate, QMS, QFT, ALLM und alles das sind Funktionen, die nur in HDMI 2.1 spezifiziert sind. Also kommt es in dem Fall wirklich ein bisschen aufs Kleingedruckte an. Das heißt, wenn das Logo HDMI 2.1 dort vielleicht mit dem Produkt gekennzeichnet ist, ist aber trotzdem im Kleingedruckten zu gucken, welche der Funktionen dann dort integriert sind. Richtig. Ja. Okay, darüber haben wir sehr, sehr ausführlich in den letzten Monaten gesprochen. Da gibt es diverse Videos, wo du das, was du gerade so mal eben locker lässig erwähnt hast, VRR und all die Sachen erläutert ist. Guckt euch das nochmal in Ruhe an, wenn ihr daran Interesse habt. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf eine Lösung, die im Zuge eines Bugs, so muss man es ja nochmal bezeichnen, da gab es mit einem bestimmten technischen Standard ein Problem in der Übertragung. Das ist gelöst worden über eine separate Box, die haben wir schon vorgestellt. Die wurde den betreffenden Kunden kostenlos angeboten. Mhm. Ist weltweit grundsätzlich auch, wie ich finde, sehr, sehr gut angenommen worden. In Deutschland gab es anscheinend ein bisschen mehr Diskussion als woanders, aber trotzdem hat es funktioniert. Die Leute sind begeistert, aber es gibt welche, die sagen, Mann, ich hätte aber gerne, wenn es geht, vielleicht doch nochmal einen zweiten und dritten Eingang. Und dann hat ja auch jemand irgendwo mal so eine Box aufgemacht, hat da mal reingeschaut und hat gesagt, Moment mal, da sind da noch so zwei Leiterbahnen, die gehen ins Nirvana. Vielleicht haben die ja was zu bedeuten. Und jetzt dürfen wir das Geheimnis endlich lüften. Jawohl, sie haben was zu bedeuten. Genau, also grundsätzlich Platinen-Layout-mäßig ist da in diesem SPK 618, so heißt das Teil, ja. sind da sozusagen schon vorgesehen zwei weitere Eingänge, das heißt insgesamt drei Eingänge. Und halt dieser eine Ausgang, da ist noch ein bisschen was mehr vorgesehen, über das, da kommen wir im Prinzip dann auch gleich hin. Das heißt, das ist nicht nur ein ganz einfacher Switch, sondern da ist dann halt auch, natürlich gibt es eine Fernbedienung und so weiter mit dazu. Das zeigen wir am besten gleich mal. Und die Dinger, die gibt es halt von Denon und von Marantz. Ja, das heißt, ihr habt definitiv nicht irgendwo im Zubehörhandel in China auf dem Markt geguckt, was gibt's für Geräte, sondern ihr habt wirklich ein eigenes Gerät designt, welches dann auch wirklich optimiert für die Denon und Marantz Geräte geeignet ist. Ja. Und das muss man auch festhalten, es ist auch nur für diese Geräte geeignet, ne? Oder könnte ich die theoretisch noch mit anderen Geräten nutzen? Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur da, oder? Du kannst die mit anderen Geräten nutzen, doch. Na klar. Du kannst die, wenn dein Fernseher nur einen Eingang hat, zum Beispiel Samsung oder so, ich weiß, die haben nur einen HDMI 4. Das wird ja auch gehen. Dann, klar, kannst du die nutzen. Du musst als Basis aber einen HDMI 2.1 Eingang haben an dem Gerät, ja. Den musst du haben und jetzt hättest du in Verbindung mit der Box hier, hättest du drei Eingänge zur Verfügung. Das ist ja auch nicht uninteressant. Nö, das ist auf jeden Fall da nicht uninteressant. Also gerade, klar, da gibt es halt auch schon mehrere
Beziehungsweise da gab es halt ja auch schon mehrere Beschwerden dann halt bei Samsung, dass man halt einer seine PS5 und seine Xbox halt nicht parallel anschließen musste und nicht konnte und das dann... Okay, also ein Problemlöser in mehreren Fällen. So, jetzt ist das, jetzt ist die Frage, in den nächsten 5 Minuten wollen wir beantworten, was ist jetzt nochmal das Besondere in der Funktionalität und in der Bedienung? Weil da wurde sich eben ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dass es mehr ist als einfach nur eine Box anschließen, dann aufstehen, vielleicht umschalten und all solche Sachen, sondern da geht es ja deutlich komfortabler. Völlig richtig. Also erstmal, wie gesagt, ist das 3 Eingänge, 1 Ausgang. Das sind so die grundlegenden Funktionen. Die unterstützen halt die 40 Gigabit pro Sekunde. Das heißt genauso wie unsere AV-Receiver, die 40 Gigabit pro Sekunde. Mhm. Entsprechend der HDMI 2.1 Spezifikation sind damit halt vorbereitet für 4K 120 Signale und 8K 60 Signale. Auch das ist, denke ich, klar. Außerdem, klar, beheben sie die Problematik, die eben angesprochene Problematik, dass wir, also dass man braucht keinen SPK 618 mehr zusätzlich. Das heißt, für Besitzer, die den kostenlos bekommen haben, aber jetzt Interesse haben, sich diese Dreierbox zu holen, die könnten dann diese SPK zur Seite legen und können dann mit diesem Gerät das alles lösen. Richtig. Die Kombination, eine Kette aufzubauen, ist absolut nicht notwendig. Nein. Okay, auch verstanden? Man braucht keine 2 Switches hintereinander. Das okay, ist alles nicht klar. Notwendig, genau. Das ganze Ding können wir ja mal auspacken. Wir nehmen einfach mal den Marantz und zeigen den mal so ein bisschen. Ich kann ja den ja auch mal hier runterpacken. Genau, man sieht das. Hier ist das Kästchen im Prinzip mit drin. Das nehme ich auch mal raus. Das ist der Switch. Was die gleiche Größe hat wie die Box mit dem Ein- und mit der SPK-Linkspumps, ne? Ja, ist ja aber ja gut, es ist eine Aluminiumfront. Ja, klar, aber die Grundfläche ist die gleiche. Genau, die Grundfläche ist die gleiche. Das Ding ist Marantz gebrandet. Man hat halt hier vorne 1, 2, 3. Man hat hier einen Eingangswahlschalter. Man hat hier ein Infrarotauge mit drin, weil man hat vielleicht auch schon gesehen, da gibt es eine Fernbedienung mit dazu. Man hat hier 2 Switches an der Seite. Das eine heißt AVR-Control, das andere heißt HDMI-Control. Kommen wir gleich noch drauf, wobei sich das vielleicht sogar automatisch ergibt, natürlich vom Namen her. Und auf der Rückseite die 3 Eingänge, 1 Ausgang, eine Stromversorgung und hier für externe Infrarot-Empfänger. Dann zur Erweiterung. So, wir haben 2 Kabel. Wir haben einmal das Netzkabel, das Stromkabel sozusagen, und wir haben ein HDMI-Kabel. Dann haben wir noch ein Netzteil dabei. Mehrere für die gesamte Welt. Die mehrere Netzteile. Eins. Ja, wir haben. Ach so, du meinst jetzt die Stecker? Die Stecker. Okay, also sollte ich irgendwo in Spanien, England oder wie immer hier zuschauen und brauche auch so ein Gerät. Mein Gott, ihr habt die alle dabei. Das ist ja eine Weltbox, ja? Ja, das ist eine Weltbox. Wie viele sind denn jetzt da drin? 5. Junge, Junge. Und dann kommt das eigentliche Netzteil. Das ist aber auch klein, ne? Ja, das ist klein. Das ist ja wirklich winzig. Aber man braucht es auch nicht unbedingt. Das ist ja das Schöne. Also sozusagen, du kannst es auch an irgendeinen USB-Anschluss, zum Beispiel an den USB-Anschluss deiner Xbox anschließen. Ach, die Nummer, das hier, oder was? Ja. Weil ich brauche so wenig Power? Ja, du brauchst so wenig Power, klar. Also diese 5 Volt, 1 Ampere. Das ist richtig, das ist das, wofür das Netzteil ist. Aber selbst 500 mA reichen aus für die vollständige Funktion. Okay. Und das ist der Standard. Also für jemanden, der jetzt keine Leiste mehr frei hat, beziehungsweise in der Leiste keinen Stecker mehr frei hat, würde er zur Not über einen USB-Anschluss, der bei einem anderen Gerät vorhanden ist, mit 5 Volt oder 500 Millidingsbums da, dann würde das auch reichen. Richtig. Okay, guter Hinweis. Fernbedienung, total einfach. 3 Eingangstasten gibt es natürlich für den Denon-Switch von Denon, den Marantz-Switch von Marantz. Ja. Hat einfach 3 Tasten, Eingang 1, Eingang 2, Eingang 3. Muss man nicht zwingend benutzen, wenn man einen Denon AV-Receiver hat. Aber zum Beispiel, wenn man den in Verbindung mit einem anderen Fernseher oder so benutzt, also dann nimmt man halt diese Fernbedienung, richtig. Okay, also ausgepackt habe ich es, Netzteil habe ich. Richtig. Ist da noch irgendwas drunter? Ja, da ist noch was drunter, genau. Och Gott, was kommt denn jetzt? Ja, das ist, man kann das Ding auch an eine Wand packen, wenn man möchte. Das heißt, man kann das auch so an die Wand sozusagen schrauben. Sollte er keinen Platz mehr in seinem Reck haben, dann ist vielleicht an der Rückwand noch Platz. Sollte er keinen Platz mehr Sind sogar Schrauben dabei zum Befestigen dieses Teils. Die Schrauben zur Befestigung an der Wand sind nicht dabei. Nein. Da fragt ihr bitte den Fachmann eures Vertrauens. Das ist richtig, insbesondere weil die Amis wollten da halt für ihre Holzschrauben beilegen. Ja gut, hätte man vielleicht ein Doppelklebeband beilegen können, hätte man auch machen können. Gut, nachdem ich mich also entschieden habe, ob ich das gute Stück an der Wand oder hinstellen möchte, geht das dann wie weiter? Was muss ich wie konfigurieren? Ja, das kommt jetzt ganz darauf an, wie man es nutzen möchte. Wenn man es sozusagen ganz automatisch genutzt haben möchte, das heißt, dass die Quellen automatisch den Switch umschalten,
Und alle Quellen halt die HDMI-Steuerung unterstützen. Da muss man halt auch sehen, das ist ein bisschen tricky bei den ganzen Spielekonsolen. Das heißt, da muss man wirklich ins Menü der Spielekonsolen rein und die HDMI-Steuerung aktivieren dann entsprechend. Ist das immer mit der Bezeichnung CEC gekennzeichnet oder macht das jeder Hersteller wieder eigen? Das macht leider jeder Hersteller eigen. Mhm, gut. Und das ist halt auch so wie bei Fernsehen. Da gibt es ja halt auch Bravia Link, Symplink und Aninet. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche gemeint. Man hat ein Steuerimpuls, der über das HDMI-Kabel geht, mit Ein- und Ausschalten, Umschaltung und so weiter. Korrekt, richtig. Okay. Und dann kann man im Prinzip hier diesen HDMI-Kontrollschalter, den kann man dann einschalten. Switche ich jetzt auf On. Und der AVR-Schalter, Control-Schalter, der bleibt auf Off, weil wir nichts mit der AVR-Fernbedienung oder auch mit der anderen Fernbedienung machen. Und was jetzt halt passiert ist, wenn hier ein Signal ankommt, das heißt, ich schalte diese Quelle ein, die hier eingesteckt ist, an 1, das ist zum Beispiel meine Xbox oder sowas, dann ist das letzte Signal, was sozusagen gerade neu reinkommt. Der schaltet automatisch auf diesen Eingang um und geht dann hier quasi das Signal, wird durchgeschliffen und raus. In dem Augenblick schalte ich meinen Computer oder schalte dann meinen Computer ein, der liegt auf 3. Der hat ebenfalls quasi CEC aktiviert und dann wird der Eingang 3 durchgeschaltet. Also wenn das über die vollautomatischen Sachen geht, muss aber dann immer das andere Gerät ausgeschaltet sein. Es dürfte nur ein Gerät aktiv sein. Naja, es können auch mehrere Geräte aktiv sein, nur das letzte gewinnt. Ach so, immer das letzte, was eingeschaltet wird. Okay, das wäre, wenn ich diesen Automatikmodus hätte. Genau. Okay. Dann gibt es natürlich den Modus, dass ich beides Schalter ausgeschaltet habe und dann nehme ich einfach die Fernbedienung. Dann wähle ich manuell die Eingänge an. Muss mir natürlich merken, wo 1, 2, 3 belegt ist und dann mache ich das darüber. Okay. Richtig, dann mache ich das darüber. Das ist sogar auch empfohlen, also dass man das macht, wenn ich ein 8500 habe oder ein AV8805. Dann sollte ich das wählen. Dann sollte ich hier bei AVR Control auch auf Off schalten. Ganz einfach deswegen, weil diese beiden Geräte eine lernfähige Fernbedienung haben. Das heißt, bei diesen beiden Geräten kann ich diese Tasten hier erlernen. Ja. Seite 27 im Handbuch. Wobei, die Seite war jetzt irgendwie sie ausgedacht. Also es könnte auch eine andere sein. Nein. Aber bitte mal reinschauen. Da gibt es dann einen Hinweis, wie das lernbar wäre. Genau, richtig. Mhm. Okay. Da gibt es einen Hinweis, wie das lernbar ist. Und ich kann sogar ja Makros beim AVCX 8500HA programmieren, sodass ich bestimmte Abläufe ja dann entsprechend auf eine einzige Taste legen kann. Gut. Ja, richtig. Das ist bei dem Modell wichtig. Bei allen anderen Modellen haben wir uns natürlich was Besonderes einfallen lassen. Das heißt, bei den Modellen, die im Jahre 2020 auf den Markt gekommen sind. Mhm. Das sind ja alle 700er Modelle von Denon. Oder wir haben bei Marans quasi die, 5015, 6015, 7015, 8015, AV7706. Genau, die Modelle sind das. Genau, da haben wir uns was anderes einfallen lassen und da ist dieser Schalter AVR Control im Prinzip da. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt das, was du erklärst, machen möchte, muss ich erstmal AVR Control auf On machen. Genau. Also auf On und habe den anderen Schalter weiterhin auf Off mit HDMI Control. Richtig. Genau, also jetzt bedeutet, ich kann jetzt was, um das du jetzt erklären wirst, über den Verstärker direkt steuern. Korrekt. Das heißt, wenn ich das dann halt mache und steuere das über den Verstärker, dann schalte ich hier, hast du schon gemacht, hast du schon auf AVR Control im Prinzip on gemacht. Dann verkabelt ist ja bereits alles im ausgeschalteten Zustand, sodass ich den AVR einschalten kann. Und wenn ich den dann eingeschaltet habe, dann kann ich kurz quasi ins Menü gehen, wähle im Menü des AV-Receivers unter Eingänge. Kannst du das mal mitmachen mit dem Menü, wenn du es mal einblendest, das Setup-Menü? Dann hier unter Eingänge. Da haben wir jetzt natürlich schon alles vorbereitet. Ist doch super. Ist wie bei der Sendung mit der Maus. Genau, normalerweise steht das nämlich hier auf dem anderen HDMI-Eingang. Das heißt, wir haben hier auch ein paar Eingänge ausgeblendet. Ja. Es sind erstmal nicht alle Eingänge eingeblendet. Und ja, aber wir sollten eben darauf achten, dass wir dann diese drei mit die 7 kommt. Woher kommt die 7? Die 8K ist klar, das ist ja dann der Eingang. Aber genau. Woher kommt die 7? Die 7 ist der siebte Eingang auf der Rückseite des AV-Receivers. Der kann das heißt, wechseln, der ist auch so gekennzeichnet. Der kann wechseln. Genau, das ist beim 3700er ist es halt Eingang 6 und so weiter. Okay. Hauptsache, da steht dieses 8K davor. Mhm, verstanden. Das würde bedeuten, dass alle drei Quellen diesem Eingang zugeordnet sind. Ja. Also ich kann auch noch darauf achten, dass hinten der Input-Modus oder der Eingangsmodus ebenfalls auf HDMI steht. Super. Sodass alle drei dem gleichen Eingang zugeordnet sind. Das heißt, alle drei Quellen. Jetzt kann ich natürlich auch noch
Das ist jetzt, jetzt wählt er ja bei allen drei Quellen, egal welche ich einschalte, wählt er ja den Switch an. Genau, das heißt, auf der Fernbedienung ist es dann wie? Auf der Fernbedienung sage ich ihm weiterhin Game, ich sage ihm Media Player, das sage ich ihm, weil er dann immer auf den 8K-Eingang geht und dann dort die jeweiligen Inhalte sucht. Aber es gibt, glaube ich, noch eine Vorgabe von euch. Ne? Genau, es gibt eine Vorgabe von uns, die natürlich ganz wichtig ist. Und zwar gehe ich da jetzt aus dem Menü mal raus. Ja, und kommt das die PowerPoint steht, wieder. Da steht dann auch natürlich in der Bedienungsanleitung entsprechend mit drin. Das heißt, wer das jetzt hier nicht mitkriegt, das ist also alles... auch kein Problem. Das kann man dann alles logischerweise nochmal nachlesen. Und zwar dann ist es halt so, wenn ich die Taste 8K auf der Fernbedienung drücke, dann wird der HDMI-Eingang 1 durchgeschaltet. Okay. Wenn ich die Taste Game auf der Fernbedienung des AV-Receivers drücke, wird der HDMI-Eingang 2 eingeschaltet. Okay. Und wenn ich die Taste Media Player auf der Fernbedienung des AV-Receivers drücke, wird der Eingang HDMI 3 durchgeschaltet. Würde bedeuten, ich muss also wissen, was ich das Gerät hier anschließe, kann dann entsprechend, muss ich wirklich einmal zuordnen und weiß dann eben, aha, die 2 ist eben, da ist Game, wenn ich Game drücke auf der Fernbedienung, möchte ich auch wirklich dann meine PlayStation oder meine Xbox sehen. Okay. Was das Ganze erleichtert, ist natürlich, ich kann im AV-Receiver die Eingänge auch umbenennen, 8K, Game und Media Player auch umbenennen. Mhm. Ebenfalls unter Eingangs, nicht unter der Eingangszuordnung, aber unter dem Reiter Name, Eingänge, ne? Und dann halt Name. Und dann würde ich mir halt meinen 8K-Eingang als Xbox bezeichnen, meinen Game-Eingang als PlayStation und meinen Media Player-Eingang beispielsweise als PC. Verstanden, okay. Also heißt extrem komfortabel weiterhin mit einer Fernbedienung, nämlich der Original-Fernbedienung, kann ich einfach diese zusätzlichen Eingänge nutzen. Und ja, es wird ja nichts im Signal irgendwie auch verarbeitet, bearbeitet, da wird nichts irgendwie verändert und so. Das wird einfach nur durchgeflossen, also es wird einfach das Signal durchgeleitet, das war das Wort, um Gottes Willen, fließen, nichts da, sondern leiten, ja. Und wir greifen nicht irgendwie bildtechnisch ein, wir greifen nicht skalierungstechnisch ein, es wird da gar nichts gemacht. Weil das war auch eine Frage, die so ab und zu mal aufkam mit der ersten Box. Was wird denn dann noch vielleicht gemacht? Nee, da kam nur dieses blöde eine, dieser Code oder was da war, da musste noch rein, damit er dann funktionierte. Ne? Also für den Fall, dass man halt wirklich da, also man kann natürlich auch nicht 4K 120 Signale da durchleiten. Das funktioniert natürlich auch mit 4K 60 Signalen oder mit 1080p Signalen. Das sollte jedem auch klar sein. Also wir können alle Arten von Signalen da durchleiten. Ja, genau. Ja, klar. Das sollte vielleicht klar sein. Und dazu gehören halt auch nicht HDMI 2.1 Signale, das heißt keine FRL Signale, wie die so hübsch heißen, also diese Fixed Rate Link Signale, sondern halt auch sogenannte TMDS Signale. Was das Gerät halt macht, ist halt, es packt alle FRL Signale aus in TMDS Signale, das ist aber immer noch ein Stream, mit dem man nichts anfangen kann, und packt die wieder neu ein an dem Ausgang und leitet die weiter. Das hat aber immer noch quasi, die Latenz liegt bei unter einer Millisekunde, also bei deutlich unter einer Millisekunde. Das ist also keine Latenz weiterhin in dem Sinne drin. Das heißt, Gamer können hier auch beruhigt sein, das Ding nimmt. Aber da hast du gerade in so einem Nebensatz erwähnt, also für jemanden, der wirklich mit den HDMI-Eingängen immer noch nicht ausreichend bestückt ist, könnte er theoretisch sich nochmal zwei weitere HDMI-Eingänge dazu überholen. Für alle anderen Quellen ja auch. Ja, genau, richtig. So. Und ist schon vorbereitet für das, was vielleicht in Zukunft dann noch mit höheren, also HDMI 2.1 Standards käme, wenn er sich mal was anschafft. Genau. Soll ja vielleicht Leute geben, die sagen, mit den 7 Eingängen reicht das mir nicht aus, ich habe noch mehr Quellen, was auch immer. Dann braucht er sich nicht irgendeine Box aus, wo auch immer herkommen, holen, sondern kann er mit der Box arbeiten. Richtig, richtig. Genau. Gut, auch noch. Es ist, wie gesagt, ja auch nicht nur dafür da, das mit dem Auspacken, Einpacken, klar, der Signale, das ist wichtig halt, um diesen Bug zu umgehen, ja, sage ich mal. Aber ansonsten ist diese Box natürlich auch super interessant für Leute, die halt, ich sag mal, jetzt ein AVC X8500 HA haben. Also genau. HA-Modell schon, ist ja schon gar nicht mehr von irgendwelchen, ja, Bugs betroffen. Ja. Um halt einfach nur die Anzahl der HDMI-Eingänge zu erweitern. Gut, genau. Alles klar. Gibt es noch was auf deinen Charts, die du hast vorbereitet? Ach, im Prinzip. Du hast noch ein Foto, wie das mit der Wand aussehen könnte. Genau, noch ein Foto, wie das mit der Wand aussehen könnte. Dann halt, wenn man den AV-Receiver einschaltet, dass da wirklich auch alles durchgeht im Prinzip. Und dann nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das heißt, eigentlich, was macht man damit? Man hat zwei weitere 8K-fähige HDMI-Eingänge dann entsprechend. Mhm. Oder halt, kann das dann im ersten Fall logischerweise mit Hilfe dieser Fernbedienung bedienen und im zweiten Fall verzichtet man auf zwei physische Eingänge an dem AVR, aber hat dafür zwei weitere 4K120-fähige oder 8K60-fähige Eingänge an dem Switch und kann das dann bequem mit der Fernbedienung bedienen.
Das sind im Prinzip die Möglichkeiten, oder man verzichtet auf diese Fernbedienung und hat 9 Eingänge am AVR. 9 HDMI-Eingänge. Genau. Alles klar. So, Verfügbarkeit ist gegeben in diesem Jahr vor Weihnachten. Korrekt, ja klar. Oktober, also die werden im 2021. Im Oktober 2021 werden die ersten ausgeliefert. Ja, genau. Preis? 199 €. Genau. Okay. Ja, es gibt aktuell auf dem Markt nicht allzu viele Switches mit HDMI 2.1, kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und keine, die auch 3 Eingänge besitzen und keine, die eine eigene Fernbedienung haben oder halt so komfortabel zu bedienen sind. Ja, so ist es. Also wunderbar. Ich würde sagen, damit haben wir schon wieder einen nächsten Schritt gegangen zum Thema HDMI 2.1, Unterstützung, Ausbau. Wer weiß, wie viele von euch jetzt unter dem Weihnachtsbaum noch eine zweite Box kriegen oder eine dritte oder was immer noch kommt. Aber nochmal, es ist im Wesentlichen der Fokus auf alle Fans der Spielekonsolen, weil im Filmbereich sehen wir da in absehbarer Zeit wahrscheinlich nichts. Obwohl Apple was mit 120 Hertz in ihrer Apple TV 4K-Box hat. Ich glaube, die meisten rätseln noch, wozu soll das sein? Ich weiß nicht, bei Spielen ist da irgendwas schon im Busch? Vielleicht in Zukunft. Vielleicht, ich meine, das ist ja das, was... Beim Film habe ich ja noch nichts gesehen und wird auch wahrscheinlich so schnell nichts kommen. Nee. Alles klar. Mein lieber Roland, ich sage vielen Dank. Danke dir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte, wenn es geht, Finger hoch und abonnieren, und dann kommen die nächsten Videos in den nächsten Tagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.